Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, begrüße euch ganz recht herzlich bei Age of Wonders, wo ich in der letzten Folge voll aggro geworden bin und keinen Bock mehr hatte, weil wir eine Runde verloren haben, wegen ihm hier, von der scheiße Kelly. Und dann habe ich den Man-Mode ausgepackt, bin mit meinen Helden einfach nach Hause zurückgegangen und habe alles kaputt gemacht, was auf dem Weg stand, alles platt gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Vor allen Dingen haben wir Papi verhauen. So, Sifir-Fallen, Gegenstände sind eingetroffen. Ja, das müssen wir mal eben regeln. Wir haben nämlich neue Gegenstände gefunden. Ist mir egal. Haha, haben wir gewonnen. Von wegen und wahrscheinlich. Passiert ganz viel. Gegenstand ist eingetroffen. Inventar. Du hast ein Schild jetzt. Hattest du vorher nicht. Schuhe hast du auch gar keine. Ach doch, Schuhe hast du noch nicht angezogen. Alter Sari, das lass mal gut sein jetzt. Du bist gerade gefangen, weißt es nur noch nicht, ne? Jetzt müssen wir gleich, können wir unsere Stadt nicht wieder zurück einnehmen, weil du unser Gefangener bist. Das ist voll ungut. Oh, Alter. Lässt ihr mich jetzt mal irgendwie was machen? Also, ich habe hier diese plus 4 Verteidigung und Höhlenkriechenschuhe. Die hat jetzt im Moment Frostschutz, Schockschwäche und Verteidigung. Im Moment hat sie deswegen tatsächlich eine existente Schockschwäche. Er hat 3 Verteidigung und 20 Feuerschwäche. Das ist in Ordnung. Alter Schwede, dass da wieder viele Sachen passieren. Ja, Sundrin nimmt sich dieser Schuhe an. Die Verteidigungswerte sind halt schon geil. Und dann kannst du die Schuhe. Aber das sind schon gute Schuhe, die kriegt jetzt Bormag. Ach, der kann nicht, weil sein Inventar voll ist. Ja, super. Bormag? Gib mal Reska was ab. Und lass dir dann von Sundrin was abgeben. Und dann kannst du deine Schuhe danach. Achso, ist auch egal. So, lit. Ihr dringt gezwungenermaßen in feindliches Gebiet ein. Ach so, ja. Mhm. Wie auch einfach immer noch dieser Wolf rumliegt, den keiner haben will. Auch sehr, sehr cool. Wir bleiben mal eine Runde stehen und warten, was passiert wegen Quest. Hier steht übrigens mächtige Zerstreuung an und aus. Deswegen weiß ich, dass wir das schon haben. Mhm. Ja, ist ja alles gut hier, ne? Dann geh mal zurück zu deinem Homebase. Das war nicht deine Homebase? Das war nicht deine Homebase? Dann ist das hier deine Homebase. Auch nicht. Dann, ja, mach irgendwas. So. Kriegen wir jetzt mal die Quest? Sehr schön. Bormag hat halt auch einfach 26 Verteidigung. Nicht schlecht, Herr Specht. Boah, keine Ahnung, wir erforschen einfach mal Sachen. Mich würde jetzt mal interessieren, was es jetzt mit der Quest auf sich hat. Ich habe doch theoretisch sage ich das jetzt gefangen gesetzt. Dauert das jetzt so lange, wie die theoretisch bräuchten, um sich in ihre Stadt zurückzuziehen? Alter, geht der mir auf den Keks. Was kommt hier unten noch an? Hauen wir weg. Julia, wo bist du? Oh, da hat er noch was hinten dran geschoben. Okay. Ich habe immer noch diese leichten Lags, obwohl ich gerade meine Aufnahmen schon mal zurück, also meine Aufnahmen nicht, mein Aufnahmeprogramm schon mal zurückgesetzt habe, aber okay. Jetzt machen wir erstmal noch ein paar Truppen von Papi weg. Und dann muss ich, mein Tonaufnahmeprogramm, manchmal liegt es daran, dass die, wenn die werden recht groß, die Tondateien. Und wenn die dann zu groß werden, dann liegt es vielleicht auch ein bisschen auf den Rechner, der eigentlich ganz leistungsstark ist, aber naja, irgendwo muss man auch Grenzen haben, ne? So, Julia.
Zack. Und achso, Pouchmeat haben wir gar nicht mit. Dann irgendwo gibt's noch, genau. So. Und ihr zieht euch ein bisschen hinter die beschützenden Jungs zurück. Ich weiß nicht, wer das gerade war. So drin, ne? Ja. Mhm. So. Frage mich gerade, die sind schon fast Meister, nicht schlecht. Das dauert bei denen noch ein bisschen länger. Jetzt nicht mehr. Achso, doch. Au! Haben die gerade mit einem Schlag meine Schamanen umgepustet? Nee, ich wollte gerade sagen. Und Julia holt sich da Erfahrungspunkte ohne Ende raus. Aber kriegt immer noch kein Level zusammen. Zack. Problem. So, und so und so und meinetwegen auch nochmal so. Ach, sie sind gemeistert. Sehr schön. Und gleich nochmal Erfahrung. Wunderbar, und gleich noch mehr. Da hat sie gepatzt und deswegen... Wieso patzt die eigentlich? Wieso hast du überhaupt so schlechte Laune? Achso, weil grausame Belagerung noch an ist. Na gut. Problem gelöst. Eine Runde später hat sie sich dann anders überlegt. Jo, sparen. Dann dürft ihr nochmal wieder zurück. Denn im Moment will ich jetzt nicht zu viele Bewegungen nach vorne machen. Das passt alles so, wie es ist. Zack. Ja, stell dich halt irgendwo an. Fertig. Zack. Ah, na, da haben wir's doch. Mein Vater wurde gefangen gesetzt. Seine Armeen sind führerlos und gezwungen, ihre Position zu halten, solange wir ihren König haben. Ah, und jetzt... Jetzt geht's weiter. Sieg! Mein Vater und Leonus sitzen in ihren Zellen. Jetzt müssen wir geduldig darauf hinwirken, dass sie ihre Fehler einsehen und zugeben. Viele haben heute ihr Leben verloren, doch nun bricht eine helle Zukunft für alle an. Wir werden jeden Schattenwandler vernichten und lehren, in Harmonie miteinander zu leben. Können wir uns diesen Satz bitte auf der Zunge zergehen lassen? Ich finde den so geil. Wir werden jeden Schattenwandler vernichten und lernen, in Harmonie miteinander zu leben. Also, naja. Oh. Oh, haben wir dann schon gewonnen? Ich dachte, das geht jetzt noch irgendwie weiter. Ich dachte, das ist so... Dann erkennen sie beide, oh, wir haben was falsch gemacht, wir helfen euch. Dann schließen sich die Seiten mir an und dann müssen wir den Rest aufräumen oder so. Aber guckt euch mal die Karte an. Alter! Wie viel Städte der hier noch gehabt hat. Da wären wir ja monatelang unterwegs gewesen, wenn wir die alle noch hätten einnehmen wollen. Alter! Huch, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ich wollte gerade noch ein bisschen auf der Karte gucken, Entschuldigung. Ich wollte gerade wissen, ob das hier ein Held ist, aber kann ich nicht gucken. Ist ein Manticore, glaube ich. Ein ganz normaler. Alter Schwede. Was auch eine neutrale Stadt. So. Meine Herren, hat der hier noch viel Kram gehabt.
Mann, Mann, Mann. Ja, kein Wunder, dass wir da nicht erfolgreicher waren. Huiuiui. Guckt euch gerne nochmal auf der Map an. Das ganze Gebiet gehört da noch Gegnern und jetzt in der Unterwelt will ich gar nicht gucken. Brrr, hab ich. Aber ich muss gestehen, nicht so nervig und nicht so hart wie die Mission mit den Inseln, wo wir ständig diese kleinen Mini-Fights hatten. Die fand ich schwerer. Und da habe ich mich auch schwerer getan. Okay. Die Schlacht ist vorbei. Armeen ziehen sich an ihre Grenzen zurück und warten ab. Merlins Trick hat funktioniert. Ich dachte, mein Vater würde aus seinen Ketten springen und Leonus sofort töten. Ich zwang beide, in gegenüberliegenden Zellen zu sitzen und einander anzustarren, bevor ich ihnen meine Beweise vorlegte. Nachdem ihre Wut verebbt war, ließen sie sich von den Schattenwandlern berichten. Meine Mutter war sehr geschickt darin, Vaters Herz zu besänftigen. Der Technokrat Edward, dessen Vater ein Freund des Kaisers war, überzeugte Leonus, sich von seiner Göttlichkeit zu distanzieren, indem er ihm zeigte, dass Voradicius ein Schattenwandler war. Nomlik sitzt in der stillen Zelle neben dem Kaiser und hört sich an, wie er verstörende Dinge beichtet. Von dunklen Ritualen mit einer bösartigen Präsenz, die ihn überzeugte, ein Gott zu sein. Ich glaube, dass Vater mit der Zeit über den Verlust seines Sohnes hinwegkommen wird, jetzt da er den wahren Hintergrund kennt. Ich habe zufällig gehört, wie Leonus' Vater angesichts dieses Unglücks Mut zusprach. Sie wurden beide getäuscht. Ich erwarte nicht, dass die gegenseitig zugefügten Wunden über Nacht verheilen, aber ich hoffe, dass die Narben irgendwann verschwinden. Die Fackelträger jagen Agenten der Schattenwandler in beiden Reichen. Mein neuer Freund Edward führt die Fackelträger im Staatenbund, während ich die Suche auf dem Gebiet des Elfenhofs leite. Aha, okay. Da sehen wir im Hintergrund sehr schön, wie, ich lasse hier mal weiterlaufen, wie hier Saridas und da Leonus quasi in ihren Zellen gegenüber gesessen haben. Ganz spannend finde ich den Teil mit Nomlik. Dass Leonus wohl irgendwie über irgendwelche Magie-Rituale so ein bisschen da reingeschoben wurde. Und bei Saridas, da waren wir ja sozusagen live dabei, wie dann quasi der Bruder von Sundrin, meine Güte, so viele verschiedene Namen, umgebracht wurde und wie das Ganze quasi ins Laufen gebracht wurde. Spannend. Hören wir uns mal an, wie es weitergeht. Die Schattenwandler fliehen in ihre geheimsten Verstecke. Irgendwo dort draußen schmiedet Verlag Pläne gegen uns. Wegen der Millionen von Flüchtlingen überall auf der Welt konnten viele Verschwörer untertauchen. Edward und ich haben unser Wissen über die Schattenwandler ausgetauscht. Etwas ist hinter dem letzten Schattentor gefangen. Etwas, das in diese Welt vordringen möchte. In den Shaddai-Kriegsschreinen befinden sich Artefakte, die einst einem verbannten Zauberer gehörten. Es ist allgemein bekannt, dass die Geister der Toten sich manchmal an Dinge binden, die in ihrem Leben große Bedeutung hatten. Was, wenn die Macht, die in diese Welt vordringen will, sie einst beherrschte? Auch Merlin hegt diese Sorge. Er und meine Mutter haben meinen Vater aufgesucht. Ich hatte erwartet, dass er wütend sein würde, wenn er von Merlins wahrer Identität erfährt. Aber er erinnerte sich an ihn aus der Zeit vor der Erholung. Er weiß, dass der alte Zauberer ihm geholfen hat. Merlin erklärte: Wahre Liebe ist selbstlos. Ich werde Julia immer lieben, aber ich bin dankbar, dass ihr ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt habt. Dann nahm er mich in den Arm und sagte: Sundrin ist euch eine gute Tochter. Seid dankbar dafür. Sie ist die Hoffnung auf ein neues Zeitalter der Wunder. Mhm. Also hier haben wir jetzt zweierlei Backstory-Aspekte. Einmal ein bisschen was über die Geschichte mit Merlin, Julia und Saridas. Und er sagt halt, Julia wird, Sundrin ist quasi ein gutes Geschenk und ein guter Grund, warum ich quasi meine Liebe unterdrückt habe. Er hat ja Julia gehen lassen, das haben wir ja im Laufe der Kampagne erfahren, oder so Julia mit Saridas zusammenkommen lassen, weil Menschen und Elfen wohl zusammen keine Kinder kriegen können und Julia wohl irgendwie aber unbedingt Kinder haben wollte, obwohl sie sich geliebt haben. Und deswegen hat das aber irgendwie nicht geklappt. Adoption war damals nicht so angesagt.
Sehr süß auch. Sie ist die Hoffnung auf ein neues Zeitalter der Wunder, Age of Wonder. Haha, voll gut, den Spieltitel eingebunden. Spannend aber auch, dass es wohl also tatsächlich mehr hinter den Schattenwandern noch steckt. Dass es also wohl so eine Art dunkle Entität gibt, die irgendwie diese Welt erobern wollen. Frage mich, ob das jetzt, ob wir an der Stelle noch weitermachen. Es ist eine ruhige Nacht. Meine Spione haben mir nicht viel zu berichten. Ich habe Merlin schon seit vielen Monden nicht mehr gesehen. Meine Mutter und mein Vater sind vereint und schmieden keine Pläne mehr gegeneinander. Sie teilen sogar wieder das Schlafgemach und in ihren Augen blitzt Sehnsucht auf, wenn der andere den Raum verlässt. Das Mädchen in mir will sie verspotten für ihre Rührseligkeit. Aber ich erinnere mich noch, wie es war, und bin dankbar, dass ihre Liebe neu entflammt ist. Manche Wunden sind noch immer nicht verheilt. Der Palast fühlt sich leer an ohne Tannis. Aber wir bleiben stark. Es ist die Erinnerung, die uns Kraft gibt. Wenn wir diesen inneren Frieden nicht bewahren können, missachten wir unseren wahren Feind. Etwas Böses erwartet uns alle. Bereit, unsere Seelen hinter der Tür der Schatten zu verschlingen. Die Welt hat sich verändert. Endlich scheinen Elfen und Menschen einander zu verstehen. Jedes Volk hat seinen Platz in der Welt gefunden. Wir lernen, sie zu teilen. Und zum ersten Mal spüre ich Freude, wenn ich an meine Zukunft denke. Eine Zukunft, die ich selbst bestimmen kann. Es ist also wohl viel passiert. Seit dem letzten Story-Fetzen, den wir gerade gehört haben. Also sie ist wohl schon länger wieder im Palast. Die Eltern vertragen sich wieder und irgendwie hat sich Frieden im Land verteilt. Ich finde übrigens, worauf ich kurz hinmerken möchte, schaut euch mal dieses geile Artwork im Hintergrund an. Richtig schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also, und da sind wir tatsächlich durch. Ja, krass. Okay, ja, geil. Okay, wir haben damit, ich gehe mal kurz unter neuer Feldzug, die Elfenkampagne durchgespielt. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Und dann gibt es noch die Staatenbundgeschichte mit Edward. Wie ich vor einigen Folgen angesprochen habe, werde ich nicht mehr, oder ist auch so das allgemeine Tenor, den ich noch bekommen habe, werde ich nicht mehr diese Staatenbundkampagne spielen. Nicht, weil ich euch nicht noch mehr Age of Wonders gönne, sondern weil ich das Gefühl habe, wir haben viele Age of Wonders gesehen, es war auch jetzt eine gute Zeit und eine sinnvolle Zeit, aber dadurch, dass die Kampagnen am Ende so zusammenlaufen und beide im Prinzip auf dasselbe Ende hinspielen und die Endmission ja im Prinzip auch mehr oder weniger identisch ist, eben wahrscheinlich nur einmal habe ich Edward als Anführer und die anderen kommen dazu und einmal habe ich Sondern als Anführer und die anderen kommen dazu, entdeckt es keine neuen Story-Aspekte und so richtig mega viel werden wir über das Spiel, glaube ich, über die Geschichte des Spiels auch nicht mehr lernen. Deswegen werde ich diese Kampagne nicht mehr mit euch let's playen. Nein, hört auf, Age of Wonders let's playen. Korrekt, so ist es. Wir haben viel Age of Wonders gespielt. Wir sind bei, ich weiß es gerade gar nicht, aber über 130, 40, 50 Folgen, also ungefähr 150 Folgen oder so, haben wir voll gemacht. Und ich kann sagen, Age of Wonders ist ein schönes Spiel. Age of Wonders macht Spaß, macht viele Sachen in der 4X-Strategie richtig, gibt wenig gute Strategiespiele dieser Art im Moment. Beyond Earth habe ich jetzt gerade auf meinem Channel auch noch gespielt. Gespielt oder spiele ich noch, wenn diese Folge läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es zeitlich, wie sie es zeitlich genau überschneidet. Ist ein schönes Spiel, macht aber auch noch ein paar Sachen nicht richtig. Also ich habe mich oft genug aufgeregt über die Tatsache, dass sich die Anführer da oben wechseln, ihr erinnert euch. Und ein bisschen mehr erklären wäre an der einen oder anderen Stelle auch noch ganz nett gewesen. Aber ich glaube, für die geneigte Multiplayer-Partie oder ab und zu mal ein neues Szenario beginnen, macht es schon sehr, sehr viel richtig und macht auch sehr viel Spaß. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Age of Wonders 3 ist ein gutes Rundenstrategiespiel und davon gibt es derzeit einfach auch gar nicht so mega viele, wenn man also neue sucht. Insofern sollte man sich dann Age of Wonders 3 schon annehmen. Ich jedenfalls bin damit am Ende vom Projekt Age of Wonders 3 tatsächlich, ja. Ich habe nicht vor, im Moment gerade mir das Add-on zu besorgen und das auch noch zu zocken, sondern ich möchte mich neuen Projekten zu widmen. Ich weiß auch schon sehr genau, was als nächstes kommen wird und habe auch schon Ideen, was quasi nach dem Projekt, das ich jetzt im Kopf habe, kommen wird. Und würde insofern sagen, liebe Leute, ich hoffe,
Das Projekt Age of Wonders 3, wie es war, in seiner Gänze, hat euch gefallen, hat euch viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr als Dankeschön ein paar Daumen nach oben, ein paar Abos da lasst, vielleicht ein paar Freunde einladen und sagt, komm, guck's dir auch mal an, war ein geiles Projekt mit Ente, der ist so gefailed in der einen Mission, wo dann die ganzen Banditen gespawnt sind und er hat sich da so dämlich angestellt oder Mensch, da in der letzten Mission, wo er dann die ganze Zeit die Städte auf der einen Seite aufgeben hat, etc., 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 etc. Insofern, da würde ich sagen, würde ich mich drüber freuen. Ich würde mich genauso drüber freuen, wenn ihr im nächsten Projekt wieder einschaltet oder auch in einem der anderen Projekte, das schon auf meinem Channel läuft. Und verspreche, es kommen auch noch, wenn ihr Age of Wonders 3 gut fandet, kommen noch genug Sachen, die ihr auch gut finden werdet. Ich lasse einfach nur mal so unterm Tisch zwei, drei Namen fallen. Das sind Projekte, die jetzt nicht morgen oder übermorgen kommen, aber die auf lange Sicht irgendwann mal geplant sind. Ich sag nur mal so unterm Tisch, eine Runde Fallen Enchantress oder Banner Saga Kampagne könnten euch gefallen, aber ist alles Zukunftsmusik. Sicherlich nicht heute und nicht morgen. Denn jetzt kommen erstmal zwei, drei andere nette Projekte zwischendurch. Und ja, ich habe sehr viel Spaß mit dem Projekt gehabt und hoffe, es war bei euch genauso. Ich hoffe, ihr habt das genauso genossen wie ich. Habt genauso mit mir geraged, wenn ich geraged habe und habt genauso mit mir euch die Haare gerauft, wenn es Gründe zum Haare raufen gab. Ja, und nach so einem langen Projekt, das irgendwie 150 Folgen oder sowas um den Dreh hatte, weiß man gar nicht, wie man sich verabschieden soll, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gerade nicht, was ich jetzt noch groß sagen soll, außer es war ein geiles Spiel, es war eine geile Zeit mit euch. Wie gesagt, hoffe, dass es für euch, dass ihr das genauso seht. Und würde sagen, ich bin die Zementente, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß am Projekt. Ich denke, wir sehen uns an anderer Stelle, an einem anderen Projekt wieder oder bei dem, was Age of Wonders 3 dann ersetzen wird in Zukunft. Und würde sagen, ich wünsche euch, bis wir uns das nächste Mal sehen, alles, alles, alles Gute. Ich sage ciao, ciao und in diesem Fall auch noch, ich bin raus.